Das könnte echt noch spannend werden. In die Werbung, Pause. In die Werbung. Und sind dann spätestens um 22:15 wieder 22:15 wieder mit den 4 da. Bis gleich. Noch den Last Corner und dann ist er drin. Im Ziel auf Platz Nummer 6. Ames, nochmal 20 Bits. Danke dir. Ganz lieben Dank, Dankeschön. Auf Platz 7 kommt dann der Wasma. Also jetzt müssen wir uns wirklich noch ein paar Red Bull bestellen für den Ames. Jetzt Schlängel, die Help in kleinen Fehler gemacht. Jetzt ist Nikola wieder ganz nah dran. Aber Schlängel mit dem viel besseren Exit. Ja. Andi und Johnny dran. Ja, und da schlingel ich weiterhin diese 12 Sekunden hinterm Semitz, gell? Das ist schon irre. Also das geht ja jetzt seit 25 oder 30 Runden, dass die eigentlich quasi immer denselben Abstand haben, die zwei. Ja, ist schon stark. Ja. Sind auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, was die Pace angeht, ja, zumindest absolut. In diesem Stint. Sechs Stunden eh lächerlich eigentlich, ne? Das machen wir so nebenbei in der Nacht irgendwie oder so. Und ja, jetzt fragen noch alle ihre Watchtime ab. Alles unter 20 Stunden hat nicht das ganze Event gesehen und ist nicht erlaubt, wird nicht gestattet. Also ich erwarte mir hier eigentlich schon von allen mindestens 20 Stunden. Ja, GG und Gommel kann man definitiv sagen, wie du quasi was, wer der Sieger, nicht wer der Sieger ist, sondern was das nächste Ziel ist. Das nächste Ziel sind, ist Lacci Maggiore. 6 Stunden werden wir dort fahren am 3. Juli diesen Jahres. Das heißt, für alle, die da draußen sind, die mitfahren wollen, beziehungsweise ein Team stellen wollen, nächstes Event, 3. Juli, 6 Stunden Lacci Maggiore. Gruppe, welche Gruppe wir fahren werden, werden wir noch announcen. Das wird es dann noch geben. Da wird es natürlich in unserem Discord noch alle möglichen Infos geben und so weiter und so fort.